Good afternoon. There's a hush fell over the room, which sometimes said that the angels are flying overhead. I think it's the signal, though, for me to begin proceedings with a very warm welcome to all of you for coming. I'm David Blackburn. I'm a historian of Germany at Harvard, and I have the privilege of being director of the Center for European Studies. We have many special occasions at the center. Sometimes we have dignitaries from the EU or heads of state, and they arrive with their black limos and their policy advisors and their security guards, and these are special occasions, but today is what I'd like to think of as a special occasion. No black limos, no security guards, and certainly no policy advisors, just a writer. And it's an enormous pleasure to welcome Martin Walser to the Center for European Studies and indeed to Harvard. Welcome. Thank you. Let me say a word about the format of proceedings, briefly introduce my fellow panelists, and then say a few words about Herr Walser and invite him to speak. He has a text which he will deliver in German, but an English translation will appear on the screens, and a longer version, both of the German original and of the translation, is available as a handout. And Sarah is indicating it's on the. It's thank you very much. And then I think we will probably go straight to discussion, since we have a large and I'm sure very engaged audience. So let me first of all say a word about my fellow panelists. We have a distinguished panel for our distinguished guest. First, on the far right, Judith Ryan. No reflection on her politics. On my far right, Judith Ryan is a member of the Department of Germanic Languages and Literatures here at Harvard. She has written and taught courses on German literature from the 18th century to the present. She's been particularly active in working over the years on Rilke and most recently on Sebald and on literature of German colonialism, and I think in the case of one article, Sebald and German colonialism, linking those topics. On my sitting between Judith and Martin Walser is Susanna Klingenstein, who deserves special thanks for helping to bring this occasion about. She was formerly an associate professor at MIT. She's now a lecturer in the humanities at the Harvard MIT Division of Health Sciences and Technology. I believe one of the things you do is to teach doctors to write clear prose. I also teach philosophy and medicine. Yeah, right. So good luck with the first of those tasks. Beyond that, she is a literary scholar in her own right with a PhD in Americanistic and has written on particularly on Jews in the academy and Jewish literature, and her work appears frequently in the FAZ and in American publications. And again, Susanna, thank you very much for all the tireless efforts that you made to bring about this occasion. Finally, on my left is a fellow director. Sabina von Mehring is director of the equivalent center at Brandeis, where she is associate professor of German and women's and gender studies and, say, director of the Center for German and European Studies. Sabina has published widely on gender history, on film, and particularly, I think, again, the theme, as in Susanna's work, of German-Jewish literature and relations. So that's our distinguished panel. It remains for me to introduce someone who needs no introduction, our main guest today. I teach classes on modern German history, and when it comes to the Federal Republic, one of the things which is just very obvious is that the Federal Republic, for all its
virtues and vices. One of the outstanding characteristics of the German Federal Republic, old and new, is that it's been extraordinarily well served by its writers and public intellectuals. Happy the land that can boast a Heinrich Böll, the late Heinrich Böll, a Günter Grass, a Hans Magnus Enzensberger, and not least a Martin Walser. They're not the only figures one can name, but they are the towering figures who are not only writers of the first rank, but also figures who have done what public intellectuals should do, which is be troublemakers, be difficult, ask awkward questions, to question, and this is a theme of Martin Walser, to question the self-understanding of the zeitgeist, and those who are beholden to it in the media, for example. I don't want to embarrass Martin Walser by reading a long list of his works. He has been prolific, and his work has been rewarded with critical acclaim and with many prizes, including the much coveted Peace Prize of the German Book Trade. And of course, as many of you will know, the speech he made in accepting that prize set off a spirited debate about the nature of coming to terms with the past in Germany. There's much more that could be said by way of introducing all of the panelists, and particularly Martin Walser, but he would want maximum time for you to respond to what he has to say. So let me invite you now, sir, to talk. The title, the German title, so many papers here that the title in German is Kritik oder Zustimmung oder Geistesgegenwart, ein Potpourri. That is, in English, criticism or agreement or presence of mind, a potpourri. Martin Walser, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich natürlich, dass ich einen Text, den ich, wie es üblich ist, den ich für mich geschrieben habe, um mir selber klar zu werden über meine eigenen Zustände. Aber wenn man ihn dann veröffentlicht, dann ist man neugierig, ob die eigenen Zustände auch für andere Leute verständlich sind. Und natürlich noch neugieriger, wie sowas im Harvard-Gelände ankommt. Ich kann sagen, ich war hier vor 53 Jahren zum letzten Mal. Bei Henry Kissinger. Ja. Das ist so. Das lässt sich nicht verbergen. Also, Kritik oder Zustimmung oder Geistesgegenwart. Ein einfaches Beispiel, Clinton im deutschen Fernsehen. Die interviewende Journalistin fragt alles Mögliche, kommt dann aber dazu, den ehemaligen Präsidenten der USA nach jener Praktikantin zu fragen. Das ist eigentlich eine skandalöse Frage. Nicht der Skandal, der da irgendwann einmal war, ist jetzt skandalös, sondern diesen Gast in Deutschland mit diesem Thema zu belästigen. Es dient keinem Informationsinteresse. Wir haben alles, was man darüber wissen kann, wochenlang breit getreten in unseren Medien wahrgenommen. Aber die Journalistin kommt sich sicher mutig und groß vor, wenn sie den Gast mit diesem Thema plagt. Sie verhält sich kritisch, extrem kritisch. Dadurch fühlt sie sich
wie sie sich noch nie gefühlt hat. Clinton war nach dieser peinlichen Anmache zu. Wir können gar nicht mehr fragen, wie wäre Clinton, wenn man ihn nicht durch diese dumme Kritikroutine verstimmt hätte. Wie wäre er, wenn er sich nur herzlich als Gast aufgenommen gefühlt hätte? Wie wäre er da vielleicht aus sich herausgegangen? Vermuten darf man, dass wir viel mehr von ihm erfahren hätten, wenn er nicht verstimmt worden wäre. Wahrscheinlich ist der Journalistin hinter den Kulissen nachher gratuliert worden zu ihrer ebenso sinnlosen wie unangenehmen Frage. Man hätte sie entlassen sollen. Diese Praxis kann man jeden Abend im Fernsehen schon in den Nachrichten erleben. Manche Journalistinnen und Journalisten gehen mit dem Nachrichtenstoff kritisch um. Schon ihre Mimik zeigt laienschauspielerhaft deutlich, wie sie über das denken, was sie uns eigentlich nur mitteilen sollen. Mir geht diese nachrichtenverbrämte Stimmungsmache, diese kritische Grimassenzieherei nicht weniger Nachrichtensprecher und Sprecherinnen öfter auf die Nerven. Immer grimassiert da haargenau der Zeitgeist mit. Kritikopportunismus, das ist jeweils Zeitgeist. Man kritisiert, wie es sich jetzt gerade gehört. Jetzt zu einem Beispiel der subtileren Art. In mehr als einem feinen Haus bin ich dem Satz begegnet, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Da jetzt alles zählbar ist, könnte sicher durch richtigen Knopfdruck festgestellt werden, dass dieser Satz nicht nur Adornos am häufigsten zitierter Satz ist, sondern vielleicht überhaupt der am häufigsten zitierte Satz seit 1951. Da ist er erschienen in den Minima Moralia. Ich bin noch keinem begegnet, der diesen Satz auf sich, auf sein eigenes Leben angewendet hätte. Wer immer den Satz verwendet, er meint immer mich oder dich, aber nie sich. Das heißt, er ist im richtigeren Leben als ich und du. Wir, ich und du, sind im falscheren. Und der Satz klingt so gesetzmäßig, dass er, wo er eingesetzt wird, einschüchternd bis drohend wirkt. Gelegentlich habe ich den Satz in feinen Zimmern auch hinter Glas und eingerahmt gesehen. Ich habe natürlich gegen diesen Satz nicht das Geringste einzuwenden. Ich rede nur davon, wie er gebraucht wird, also davon, wie er mir begegnet. Dazu darf allerdings daran erinnert werden, dass der Satz bei Adorno einen Abschnitt beschließt, der überschrieben ist Asyl für Obdachlose. Und der erste Satz heißt da, wie es mit dem Privatleben heute bestellt ist, zeigt sein Schauplatz an. Der zweite Satz, eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen. Und so geht es weiter. Die traditionellen Wohnungen, in denen wir groß geworden sind, haben etwas Unerträgliches angenommen. Jeder Zug des Behagens darin ist mit Verrat an Erkenntnis. Jede Spur der Geborgenheit mit der muffigen Interessengemeinschaft der Familie bezahlt, so Adorno. Aber das Gegenteil dieses Wohnstils kommt nicht besser weg. Zitiere, die Neusachlichen, die Tabula Rasa gemacht haben, sind von Sachverständigen für Banausen angefertigte Etuis oder Fabrikstätten, die sich in die Konsumsphäre verirrt haben, ohne alle Beziehung zum Bewohner, noch der Sehnsucht nach unabhängiger Existenz, die es ohnehin nicht mehr gibt, schlagen wir uns ins Gesicht. Und so weiter. Bis zu dem Satz mit dem Häufigkeitsrekord, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich bezweifle, dass alle, die den Satz so oft gebrauchen, daran denken oder gar wissen, dass es ein Satz ist gegen Wohnungseinrichtungen. Eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen.
steht da. Den Satz müsste man, um vor unangemessener Sinnerweiterung sicher zu sein, immer dazu zitieren. Dass ein Satz von Adorno mit eigentlich anfängt, ist ohnehin bemerkenswert. Die sozusagen kritische Grundhaltung gegenüber Wohnungseinrichtungen ist uns allen bekannt. Wer die Möbelmoden eine Zeit lang hat wechseln sehen, der hat auch mitgekriegt, wie Leute nach ihren Einrichtungen beurteilt werden. Leute, die es sich geschmacklich und überhaupt leisten können, drehen ja, bevor etwas drauf ist, die Teller um, murmeln den Herstellernamen und nicken anerkennend. Wenn die Teller nicht ihrem Niveau entsprächen, würden sie die natürlich gar nicht erst umdrehen, sondern sich ihren Teil denken und nachher auf dem Nachhauseweg zum Partner, zur Partnerin sagen, hättest du das gedacht, dass die von sowas essen? Aus diesem Milieu stammt der Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Der Kulturphilosoph drückt wortradikal aus, was jeder Bürger und Kleinbürger empfindet, wenn er einem Geschmack begegnet, der nicht der seine ist. Die krasse Alternative, falsch, richtig, ist aber zugleich ein Marx-Engels-Echo. Die haben gesetzhaft statuiert ein Bewusstsein, das den Überbau nicht als ein Ergebnis der gesamtgesellschaftlichen Bedingungen erkennt, sei ein falsches Bewusstsein. Warum wurde der Adorno-Satz, der in ein kritisches Editorial von Schöner Wohnen passen würde, warum wurde der so zum wahrhaft geflügelten Wort? Es muss die kritische, die negierende Potenz sein, die vollkommene Absprechung einer Lebensmöglichkeit, ohne dass gesagt wird, was das richtige Leben wäre, was das falsche Leben ist. Also eine Passepartout-Kritik, eine Formel für jede beliebige Verneinung. Über die Dialektik abweisende Trennung in ein falsches und ein richtiges darf man sich wundern, bei Adorno. Hegel zum Beispiel sagt in der Phänomenologie des Geistes, es gibt ein Falsches so wenig, wie es ein Böses gibt. Das nächste Beispiel kommt aus der Politik. Mir hat ein Fachmann erklärt, wie naiv ich doch sein müsse, dass ich Gerhard Schröders, damals Bundeskanzler, Gerhard Schröders Antikriegshaltung im Sommer 2002 nicht als bloße Wahlkampftaktik durchschaut habe. Er, der Fachmann, hat mir erklärt, das alles sei bloße Mache gewesen. Umfragen, Ausbeutung und so weiter. Der Fachmann selber war ein Befürworter des von Amerika angefangenen Irakkrieges und er hatte gute Gründe für seine Meinung und ich hatte gegen seine Gründe nichts geltend zu machen als meine Empfindungen. Historisch geschulte Empfindungen, glaube ich. Der Fachmann war keine Sekunde lang in Gefahr, meine Empfindungen ernst zu nehmen. Er freute sich sichtlich, Schröder etwas uneingeschränkt Negatives nachsagen zu können. Nicht aus Überzeugung gegen den amerikanischen Krieg, sondern aus Wahljahrsopportunismus, Quotenpolitik und Stimmenfang. Mein Einwand, sich nach den Leuten zu richten, und das bei Krieg oder Nicht-Krieg sei doch demokratisch. Das erntete nur ein mitleidiges Lächeln. Der die Bundeskanzlerhaltung Verneinende verneint nicht aus niederen Beweggründen. Er weiß es besser. Das weiß er, dass er es besser weiß. Es gibt für ihn gar keine andere Möglichkeit, als für diesen Krieg zu sein. Also kann einer, der gegen diesen Krieg ist, entweder naiv sein, das billigte er mir zu, oder er tut nur so, er spekuliert, ja, er lügt. Unwillkürlich weiß man es dann nicht nur besser, sondern man ist dann auch besser. Und das gehört unauflösbar zusammen, wird ein Selbstgefühl. Wenn wir einem anderen nachsagen, dass der etwas falsch gemacht hat oder dass er falsch lebe, dann empfinden wir, ich bin nicht wie du. Diesen Unterschied bewerten wir negativ. Wenn uns an einem anderen etwas gefällt, denken wir nicht, ich bin nicht wie du.
Von dem, was uns gefällt, müssen wir uns nicht gleich unterscheiden. Nur was uns missfällt, weckt unser Unterscheidungsbedürfnis, unsere Kritiklust. Gibt es etwas Günstigeres für ein Selbstbewusstsein als die Empörung über einen anderen? Es ist sozusagen Futter für unsere Identität, nicht zu sein wie die, an denen uns etwas missfällt. Wir erleben den Unterschied und erleben dadurch ganz von selbst, also ohne das bewusst zu konstatieren, dass wir richtig sind, so wie wir sind, dass wir klug sind, schön und natürlich und auch gut sind, dass man politisch korrekt ist, erlebt sich wahrscheinlich am deutlichsten, wenn man einem anderen nachweist, dass er das nicht ist. Ich habe mehr als einmal versucht auszudrücken, dass ich den Kritiker für einen Schriftsteller halte. Dazu gehört auch, dass ich mit der Ermäßigungsformel Sekundärliteratur nichts anfangen kann. Meine Erfahrung sagt mir, der Kritiker schreibt, wenn er über mich schreibt, immer auch über sich. Manchmal vielleicht sogar mehr über sich als über mich. Warum auch nicht? Aber in der Textoberfläche darf das nicht vorkommen. Dass der Autor schreibt, weil ihm etwas fehlt, ist bekannt. Und wen oder was er dafür haftbar macht, das führt jedes Mal zu einem anderen Buch. Der Kritiker darf in seiner Kritik nicht aufscheinen lassen, wie er um sein Selbstbewusstsein kämpft. Er kann nicht, was der Romanautor durchaus kann, er kann nicht mit seinen Schwächen brillieren. Der Kritiker muss so tun, als ob. Der Romanautor darf zugeben, dass er mit seinem Roman sich selbst veröffentlichen will und sei es sich als Beispiel für viele. Der Romanautor darf sogar, wenn ihm danach ist, gestehen, dass er schreibt, um Geld zu verdienen. Das darf der Kritiker nicht. Ihm ist auferlegt, dass es ihm um eine Sache geht. Wenn der Kritiker sich aufregt, regt er sich auf um einer Sache willen, also im Dienst. Das darf einem auffallen, dass Kritik nie geübt wird aus persönlichen Motiven, sondern immer um dem großen Ganzen zu dienen. Es gab einmal eine Denkbemühung, die galt keinem anderen Thema als dem Denken selbst. Transzendentalphilosophie hieß das. Kant war es, der da das Erkennen selbst zum Thema machte. Nennen wir es einmal eine Errungenschaft, dass jede Geistesarbeit sich ihrer selbst bewusst werden soll und dass dieses sich selbst bewusst werden im Arbeitsgang und im Arbeitsergebnis auch zum Ausdruck kommen darf oder vielleicht sogar soll. Sogar die Naturwissenschaft hat im vergangenen Jahrhundert den Versuch anstellt, in den Versuch einbezogen. So etwa wird die Heisenbergsche Unschärferelation im Feuilleton brauchbar. Wenn ein Elektron nicht beobachtet werden kann, ohne dass sein Zustand gestört wird, muss der Beobachter sich als Störung in die Beobachtung einbringen. So wie laut Hegel die Studenten Fichtes, des Philosophen Fichte, wenn sie auf der Tafel den von Fichte hingeschriebenen Satz lesen sollten, dann mussten sie dazu sagen, dass sie es sind, die jetzt diesen Satz lesen. Also, wer verschweigt, was er tut, wenn er etwas tut, der verschweigt eine wichtige Bedingung seines Tuns. Wenn wir von der Haupttonart der Medienwelt, und das ist doch die Tonart der Kritik, wenn wir von dieser Tonart verlangen dürften, dass sie transzendental operieren müsse, hieße das, jeder Kritikübende muss zum Ausdruck bringen, dass er es ist, der hier Kritik übt, und das Ergebnis wäre dann nicht mehr, das und das ist so, sondern ich finde, dass es so sei. Weil das Wort transzendental nicht gerade umgangsfreudig klingt,
trivialisieren wir es ein bisschen und machen aus dem Gipfelwort der deutschen idealistischen Philosophie das umgangsfreudigere Relativ. Wenn also die Annahme zutrifft, dass die Haupttonart der Medien die Kritik ist, dass etwa die kritische öffentliche Meinung sogar als Gewehr für Demokratie gilt, dann wäre die Forderung, diese Kritik müsse immer ihre Herkunft, ihre Entstehensbedingung, also ihre Relativität dazu sagen, dann wäre das so ziemlich das Ende der kritischen Haupttonart. Dann wäre immer der Urteilende so wichtig wie sein Urteil. Die Relativitätstheorie der öffentlichen Meinung wird nicht geschrieben werden. Die Medien als solche kommen in den Medien nicht vor. Es sei denn, es vertut sich einer so krass, dass die konkurrierenden Medien daraus schnell ein hämisches Kapital schlagen. Aber im Allgemeinen wird es so bleiben, wie es Stefan Russ-Mohl, Professor für Kommunikationswissenschaft, formuliert hat, ich zitiere, die Medien werden ein Tabu nach dem anderen brechen, bis auf das eine, dass Medienmacht selbst als Medienthema weitgehend off the records bleibt. Hubert Burda, ein Großunternehmer im Mediengewerbe in Deutschland, Hubert Burda hat selbstgefällig genug von der Medienpraxis gesagt, man nenne die Medien heute zu Recht die vierte Gewalt. Da die dritte Gewalt die Exekutive, die strafende Gewalt ist, passt das ganz gut. Die Medien als vierte Gewalt. Nach der Legitimität dieser Gewalt wird nicht gefragt. Obwohl es die fundamentale Aufgabe gerade der Medien ist, jede Gewaltausübung nach ihrer Legitimität zu befragen. Bodo Strauß tut das, wenn er von einem, zitiere, Regime der telekratischen Öffentlichkeit spricht. Das sei, sagt er, die unblutigste Gewaltherrschaft und zugleich der umfassendste Totalitarismus der Geschichte über die Medien. Zwischen, Strauß, Schaugespräch und Schauprozess sieht er nur graduelle Unterschiede. Diese Darstellung der Medien durch Bodo Strauß wurde von den Medien mit aller zur Verfügung stehenden Herabsetzungsgewalt bestraft. Es wird also weiterhin der Kritiker in jeder Medienbranche so tun, als sei das, was er sagt, der Sachverhalt selbst, wo es doch unbestreitbar nur die durch diesen Kritiker so und so gesehene Version eines Sachverhalts ist. Adorno hat etwas, was er für einen Sachverhalt hielt, gesellschaftskritisch, bündig und radikal formuliert. Dann aber, und das ist das Entscheidende, der unmäßige Gebrauch, den wir davon machen. Für den ist nicht Adorno verantwortlich, sondern jeder, der die Formel benutzt. Das kann heißen, wir alle sind kritisch gesinnt, Verneinungslüstern aufgelegt. Und dafür brauchen wir Sprache, deren wir uns bedienen können. Nicht zu vergessen, immer über bzw. gegen andere. Wir brauchen die Negation. Einen anderen kritisierend steigern wir unser Selbstgefühl. Gerade hat ein Kritiker den Patron seiner Branche, Walter Benjamin, zitiert, nur wer vernichten kann, kann kritisieren. Aber was fehlt uns eigentlich, dass wir das brauchen, dieses Absprechen, Verurteilen, Verneinen? Zu Nietzsches immer wiederkehrendem gehört es, dass das Leben nicht in richtig und falsch, wahr und unwahr zerschnitten werden soll, dass, ich zitiere, Verzicht leisten auf falsche Urteile, ein Verzicht leisten auf Leben, eine Verneinung des Lebens wäre. Das lese ich gern, weil es schon einmal hilft, diese richtig-falsch-Einteilung zu schwächen. Aber was ist der Ursprung dieser Neigung, die Wirklichkeit in richtig und falsch zu zerteilen?
Ich glaube, wir müssen anderen etwas aberkennen, weil uns selber zu wenig zuerkannt worden ist. Wir erleben uns selber zu wenig als anerkannte, bestätigte, gerechtfertigte. Also reagieren wir ganz von selber auf andere so, wie auf uns reagiert wurde, kritisch, verneinend. Mütter sind vielleicht die einzigen Lebewesen, die auf ihre Kinder, wenn sie denen etwas beibringen wollen, bejahend reagieren. Schon Väter neigen dazu, ihre Kinder, wenn die etwas nicht können, was sie können sollten, zu kritisieren. Väter neigen dazu, Kinder spüren zu lassen, dass sie etwas nicht können, was der Vater kann. Und daraus wird dann allmählich Autorität. Und der erzogene Mensch, also der Erwachsene, setzt das schlicht fort. Er reichert Selbstbewusstsein an, dadurch, dass er andere kritisiert. Dieses unwillkürliche Bessersein und Besserwissen fundiert jede Kritik. Und, darf man dazu setzen, eine Kritik, die sich selber problematisch wäre, die sich also transzendental verhielte, die würde aufhören, Kritik zu sein. Die wäre wahrscheinlich ziemlich schnell keine Kritik mehr, sondern Zustimmung. Ich selber habe genug Kritik und genug Zustimmung erfahren. Gelernt habe ich, glaube ich, nur durch Zustimmung. Also durch Kritiker, die zum Ausdruck brachten, was sie an mir billigenswert fanden und warum. Es wäre naiv zu glauben, ein Autor werde durch Zustimmung freudig gelähmt und könne zu einer Zustimmung nur noch fröhlich nicken. Eine Zustimmung wird ja nicht dem Autor zuliebe verfasst, sondern für das Publikum. Der Autor hat seine Ansprüche auch einer Zustimmung gegenüber. Die Adjektive des Rühmens können vom Autor aus gesehen genauso daneben treffen wie die der gewollten Negation. Aber der Zustimmung gegenüber fühlst du dich gesprächsbereit, während du in der negativen Kritik den von Walter Benjamin formulierten Vernichtungswillen spürst und mit Porenverschluss reagierst. Die, die ihn gelten lassen, verhalten sich also mütterlich zum Autor. Die vaterhaften Gesten sind immer deutlich genug Gesten einer sich selbst nicht bewusst sein wollenden Machtausübung. Gesten eines unreflektierten Besserwissens und Besserseins. Ich habe wahrscheinlich Glück gehabt. Die mütterlichen Gesten überwogen und haben sich in mir durchgesetzt gegen die straffreudige Aufführung vaterhafter Anmaßung. Jetzt eine Erfahrung, die vielleicht eine Illusion ist. Ich könnte, was mir die Erfahrung sagt, nicht beweisen. Kritiker, die sowohl vernichtende wie zustimmende Kritiken schreiben, schreiben, wenn sie zustimmend, viel schöner, als wenn sie verreißen. Als Negierer wirken sie verkrampft vor lauter Eifer, ihren Verriss möglichst genau und scharf zu Papier zu bringen. Man merkt, sie sind hochkonzentriert, ihr Stil wirkt wie die Physiognomie eines Schützen, der das Ziel fest im Auge hat und sich jetzt auch noch die letzte stören könnende Lebensregung verbietet, dass er dann endlich abdrücken kann und tatsächlich trifft. Ins Schwarze natürlich. Dazu wird ihm dann von allen, die dazugehören, staunend gratuliert. Schön wirkt sein Stil bei dieser Prozedur nicht. Ich finde, Verrisse seien stilistisch vom Eifer oder vom Zorn oder von der Verachtung entstellt. Verrisse hätten also keine Schönheitschance. Wären eine Kritik als Zustimmung von derselben Person geschrieben, ihn oder sie in einer Art Frühling vorführt. Von allen Seiten strömen dem oder der schreibenden Töne, Farben, nicht enden wollende Vergleiche und ganze Katarakte des Erlebens und Erfahrens zu. Der oder die Schreibende
hat offenbar eine Leseerfahrung gemacht, ist sich dadurch begegnet, wie sie oder wie er sich noch gar nicht gekannt hat. Kurzum, Frühling. Zur kurz und bündigen Empfehlung der geistesgegenwärtig tendierenden Ausdrucksweise gestatte ich mir eine Abschweifung ins Historische, damit das geistesgegenwärtige oder transzendentale endlich ganz einfach als solches erscheine. Goethe hat, teilt Nietzsche mit Lawrence Stern, den Autor des Romans Sentimental Journey. Er hat ihn den freiesten Geist des Jahrhunderts genannt. Nietzsche nennt ihn dann gleich den freiesten Schriftsteller aller Zeiten. Und warum das? Ich summiere. Stern sei der große Meister der Zweideutigkeit. Der Leser, der jederzeit genau wissen will, was Stern eigentlich über eine Sache denkt, ob er bei ihr ein ernsthaftes oder lächelndes Gesicht macht, dieser Leser sei bei Stern verloren zu geben. Stern verstehe es und wolle es sogar, zugleich Recht und Unrecht zu haben. So bringe er bei dem rechten Leser ein Gefühl von Unsicherheit darüber hervor, Unsicherheit darüber, ob man gehe, stehe oder liege, ein Gefühl, welches dem des Schwebens am verwandtesten ist. Nietzsche nennt, was Stern tut, ein humoristisch Nehmen des Humors, womit er uns erlaubt, Stern als Transzendentalisten zu sehen. Er nennt ihn dann den eigentlich unvorbildlichen Autor. Und das eben, weil Stern in allem, was er schreibt, nicht so tut, als sei das, was er da schreibt, die Wahrheit oder das Richtige oder das Gute. Uneindeutigkeit als Folge der andauernden Aufhebung des Geschriebenen durch sein Gegenteil. Das humoristisch Nehmen des Humors. Man könnte sagen, nicht einmal den Humor nimmt er ernst. So viel über Lawrence Stern, Nietzsche und Goethe. So wird einer durch Uneindeutigkeit zum freiesten Geist eines Jahrhunderts bzw. aller Zeiten. Inwieweit sind wir noch drin in unserer öffentlichen Meinung, wenn einer von uns andauernd Kommentare zur Außenpolitik schreibt oder Theaterkritiken oder Artikel über Atomkraftwerke oder Aufsätze über nichts als Theologisches, nichts als Sport oder nichts als Musik, was hat er dann mit dem Geschriebenen noch zu tun? Wächst da nicht das Verschwiegene mit jedem Veröffentlichten immer mehr an? Oder ist dieser Unterschied zwischen Veröffentlichtem und Verschwiegenem unproblematisch? Demokratische Entwicklung gediehe, glaube ich, nur dann, wenn wirkliche Widersprüche wirklich öffentlich werden könnten, aber zwischen zwei Leitartiklern, die einander entgegengesetzte Standpunkte vortragen, entsteht nie ein wirklicher Widerspruch, da ihre Leitartikel das Wichtigste gemeinsam haben. Sie sind in erster Linie Leitartikel, so wie Schimmel und Rappe in erster Linie Pferde sind. Da gibt es keinen wirklichen Widerspruch. Den gäbe es, hoffe ich, wenn ein Leitartikel selbst einen Widerspruch enthielte. Wenn er mit sich selbst im Streit läge, dann könnte er auch mit einem anderen im Streit liegen. Aber ein Artikel, der mit sich selbst im Streit läge, wäre natürlich kein Leitartikel mehr. Eine Theaterkritik, die den Kritiker wirklich enthielte, gelte nicht mehr als eine Theaterkritik. Und eine aus lauter monochromen Partien bestehende öffentliche Meinung täuscht Vielfalt vor. Und das, als ich das schrieb, galt das noch, wie die öffentliche, veröffentlichte Meinung Öffentlichkeit vortäuscht. Die Öffentlichkeit dort im Osten kommt mir vor wie ein Kabinettsprodukt. Unser Pluralismus hat so viel Wirklichkeit wie ein in einem Disney-Atelier gezeichneter Dschungel Natur.
In solchen Ateliers gibt es ja auch Spezialisten für Tiger, Tatzen, Samtpfoten, Wolken und Veilchen. Aber alles ist eben just animated. Die Hoffnung, dass Öffentlichkeit eine Gewähr sei für das Bestmögliche, diese Hoffnung geht natürlich auf die Aufklärung zurück. Kant zum Beispiel sagte, Publicitas sei das Prinzip, das dafür sorgt, dass Politik und Moral zu einer Stimme finden. Es bleibt mir noch Zuflucht zu nehmen bei zwei Sätzen, in denen das meiste gesagt ist über das Kritik- und Zustimmungswesen. Der erste Satz ist von Goethe, der heißt, wer mich nicht liebt, darf mich auch nicht beurteilen. Der zweite Satz ist von mir, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Dankeschön. Thank you very much indeed. I think in the spirit of that wonderfully rich talk, rather than have experts, so-called, respond to it, we'll throw this open to this large public. This is going to be conducted bilingually. Questions are welcome in English or German. If there have also has a good understanding of passive English, if he needs any help with translating an English question into German, we can provide it, and I think he will probably answer in German or English as he sees fit, depending on the question. It depends. We shall work this out, and let us begin. The floor is open. If you could identify yourselves briefly before you ask your question, that would be very welcome. So the floor is open. Yes. I'm Jay Rosalini from Suffolk University. Meine Frage wäre, Herr Walser, wenn Kritik von außen als unproduktiv abgetan wird, gibt es in Ihrem Universum noch Platz für Selbstkritik? Haben Sie noch Platz für Selbstkritik, Herr Walser? Naja, jetzt ist klar, jetzt ist alles klar. Haben Sie doch gemeint, oder? Ja, ja, das hat er gemeint. Nicht nur er, sondern überhaupt. Naja, er hat gesagt, überhaupt. Überhaupt. Platz für Selbstkritik, das ist leichter zu sagen. Gut. Hat kein Mensch. Man kann sich natürlich vormachen, dass man sich selber auch kritisiere. Aber ich halte das für die angenehmste Form von Heuchelei, zu der man imstande sein kann, dass man den inneren Stoffwechsel auch mit Kritik belebt. Aber was soll man denn machen mit einer Selbstkritik? Man kann sich doch nicht ändern. Und das andere, dass Kritik überhaupt... Und Ihr erster Zusatz? Ihre erste Frage? Ist das dann überhaupt noch Kritik? Das war einfach. Das war die Einleitung. Ob Kritik von außen immer unproduktiv sein muss, aber das haben wir festgestellt. Von außen. Ja. Das heißt, wir können uns gar nicht verbessern, auch wenn wir uns kritisch gegenüberstehen? Herr Walser. Ja, Sie nicht. Nein, aber gut, ich kann das auch nur wiederholen. Also, wenn ich so etwas formuliere, nach Erfahrung, dann ist es so, dass ich, also meine Kritik ist natürlich im Deutschen nicht das, was es hier ist. Also bei uns meint man mit Kritik immer das, was in der Zeitung steht. Also nicht wissenschaftliche Beschäftigung. Ja, das ist schon wichtig. Ja. Und ich weiß auch, dass die Kritik von der Illusion lebt,
dass sie für den Autor nötig sei. Aber ich habe das erfahren. Ist ja auch klar, ich meine, das ist die Praxis. Du schreibst ein Buch so und so und so lange und du kennst das Buch. Und dann kommt jemand, der liest es in 8 Tagen und macht das so im Betrieb. Ist doch klar, dass der mir nicht sagen kann, was ich nicht schon selber gedacht habe. Ist klar, nicht? Und mir ist es auch einmal passiert, dass ein Kritiker hat mich ganz furchtbar behandelt und mein nächstes Buch hat er furchtbar gelobt. Und dann hat er so im Betrieb weitererzählt, weil er mich furchtbar behandelt habe, habe ich ein so gutes Buch geschrieben. Das ist ehrlich absurd. Das ist, aber Lawrence Stern. Sie haben Goethe und Nietzsche zitiert zu Lawrence Stern, aber ich bin nicht sicher, ob ich ganz mitgekommen bin, was Ihre eigene Position zu Stern ist. Sind Sie für ihn, gegen ihn? Also wie ist das eigentlich? Nein, das habe ich ja nur zitiert, weil es eben dieses Wort transzendental schön illustriert. Also wenn man das humoristisch nehme des Humors, ist ein richtig eine transzendentale Leistung. Und nur das hat mir daran gefallen. Und natürlich hat mir auch gefallen, dass Goethe, Nietzsche beide auf Stern reagierend und zwar mit einer Operation, die man transzendental nennen kann, das hat hier gut gepasst für mich. Ich wollte jetzt nicht meinen, ich bin auch ein früherer Leser gewesen, aber das gehört jetzt nicht hierher, oder? Aber da war noch eine. Vielen Dank, Herr Martin. Ich heiße Steffen Rimner und studiere internationale Geschichte. Es war eine große Freude, Ihnen zuzuhören und es würde mich interessieren, inwiefern Sie Ihren Vortrag in historische Perspektive rücken würden, wenn es sozusagen um die Charakterisierung dieser Kritikwut geht, die Sie in der öffentlichen Meinung vor allem eingangs beobachtet hatten. Meinen Sie, ist es aus irgendeinem Grund etwas spezifisch Deutsches oder etwas spezifisch Europäisches? Und wenn ja, was sehen Sie als die Gründe dafür an? Hat das etwas zu tun mit Vergangenheitsbewältigung? Mir schien es, in der Mitte Ihrer Rede haben Sie fast so etwas wie einen Minderwertigkeitskomplex vermutet, der dann als Auslöser für diese Kritikwut verantwortlich zu machen ist. Also, ich denke oft, wenn ich mich da abends ärgere, das ist nur bei uns so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war ja auch zeitlang, sagen wir mal, hier und habe damals auch Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie noch den Namen Walter Cronkite, ne? Etc. Barbara Walter. Das datiert Sie aber. Prähistorisch. Ja. Ja, gut. Nein, aber da habe ich, weil bei uns sind auch nicht alle so, aber natürlich die, die einen ärgern, die werden einem am eindrücklichsten. Und war gut, das ist natürlich für die Welt völlig unwichtig, dass bei uns solche Laienschauspieler auftreten und statt Nachrichten Meinungen wiedergeben, aber es ist eben so. Und es ist auf niederstem Niveau macht das hier eben mein Thema, nicht wahr? Dass sie sich zu einer Nachricht nicht sachlich verhalten können, sondern nur kritisch. Wenn da eine dieser Damen ein Interview macht mit Jean-Claude Trichet, dem gerade noch Präsidenten der Europäischen Zentralbank, weil der gesagt hat, vor einem Jahr, er kaufe griechische Staatsanleihen noch und noch,
dann hat sie ihn im Interview, und dabei muss man wissen oder darf man annehmen, dass was diese Dame da sagt, nicht ihr eingefallen ist, sondern es wird ihr ins Ohr gesagt oder vorher, nicht? Und so ist es auch, dann bleibt es so laienschauspielerhaft, wie ich gesagt habe. Dann verhört sie den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, als hätte sie einen Verdacht und könne ihn überführen. Das alles, was er da machen wird, ist falsch, falsch, falsch. Wenn sich das ein halbes Jahr als richtig herausstellt, dann weiß die davon nichts mehr. Nicht? Dann hat sie wieder einen anderen Verdacht. Gut, das gehört halt zum Unterhaltungsgewerbe dieses Mediums. Aber das ist das Parterre meiner Überlegungen. Also die anderen sind mir schon wichtiger. Sollte man also Ihrer Ansicht nach keine negativen Kritiken schreiben, wenn ich die TLS aufmache, Times Literary Supplement, eine der köstlichen Sachen, die man lesen kann, sind eigentlich die Verrisse, Rotten Reviews, wonderful to read. Ja? Ja, also, aber Ihrer Ansicht nach sollte man in einem anderen Aufsatz, haben Sie ausgeweitet, dass man eigentlich nur positive Sachen schreiben kann. Und Sie sagen selbst, Sie selbst haben eigentlich von Zustimmung mehr als vom... Aber das, absolut. Aber wir lesen doch gerne Rotten Reviews, nein? Gut, das ist Ihre Sache. Ich kann das nicht anders sagen als so, dass ich, auch wenn es mich überhaupt nichts angeht, über irgendeine Kollegen oder eine Kollegin, also dass wir einen Verriss nennen, ich finde immer, dass der den Verriss schreibt, weniger schön schreibt, als der Zustimmung schreibt. Das ist meine sonnige Lebensanschauung. Ja, ja. Ich bin halt so. Aber wir erwarten von einem Kritiker, dass er analysiert. Ja, dass wir sind, wie Sie ja sagten, das Wort Kritik nein, im nein. Deutschen. Gut, das sagen Sie jetzt zu unterstellen, dass die das tun die ja selten. Also dann, ich erwarte von jemandem, der ein Buch gelesen hat, dass ich erfahre, was er erlebt hat. Nicht wahr? Was er erlebt hat als Person. Ich habe einen Satz zitiert von Karl Barth. Mhm. Und Karl Barth ist der genaueste, den ich erlebt habe. Karl Barth hat doch zum Römerbrief von Paulus 600 Seiten geschrieben, und das ist ja das Hauptbuch der Theologie des 20. Jahrhunderts geworden, und muss ich also jetzt nicht. Und im Vorwort zur dritten Auflage da verhält er sich wahrscheinlich, weil sein Römerbriefbuch wurde natürlich in der bequem gewordenen evangelisch-bürgerlich-liberalen Theologie auch als peinlich oder als schrecklich oder als Revolution empfunden. Und dann hat er im Vorwort zur dritten Auflage geschrieben, ich habe nie über Paulus geschrieben, sondern mit ihm. Toll, oder? Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist genau das, was ich meine. Ich habe ja auch ich habe ja auch sogenannte Kritiken geschrieben, 50 Jahre lang. Ich habe noch nie eine negative Kritik geschrieben. Ich würde doch nicht über ein Buch schreiben, das mir nicht gefällt. Ist das vorher nicht so klar gewesen, als ich den Text mir angeguckt habe, aber jetzt beim Zuhören habe ich das Gefühl, das Ganze ist eine gewisse ironische Akrobatik, die Sie hier vorführen. Und mir ist so manchmal, ich meine, wenn man das schon vom Titel her nimmt, Kritik und Zustimmung, dann sind Sie ja offensichtlich als Schriftsteller, Sie berechtigen Ihre Existenz darin, dass Sie den Kritiker kritisieren. In diesem Text, ja. Sie sind also eigentlich selbst ein Kritiker des Kritikers geworden in diesem Text, und Sie spielen dann Ihr Schachspiel so, dass ich also systematisch meine Figuren verliere und am Ende Schachmatt bin, und das Einzige, was noch übrig bleibt, ist die Selbstkritik, und die ist Heuchelei. Das heißt, im Grunde ist es ein sehr geschicktes Manöver, den
offenbar für Sie doch sehr wichtigen Kritiker schachmatt zu setzen, denn Sie sagen, wir brauchen die Negation. Sie brauchen diesen Kritiker also offensichtlich, egal ob er verreist oder zustimmt. Sie brauchen ihn, um sich zu ärgern, damit Sie dann wieder etwas schreiben können. Was ich also auch interessant finde, ist, als Feministin ist mir Ihre, Sie haben Heisenberg erwähnt, aber ich, für mich ist das eher das Personal is Political. Sie sagen, was uns missfällt, weckt unsere Kritiklust. Und als Kritiker bin ich eigentlich immer nur dabei, meine persönlichen Motive zu veräußern. Das heißt, die Bedingungen meines Tuns bloßzulegen. Wenn Sie das so rumlesen, Ihren Text, was haben Sie uns dann da eigentlich von sich selbst erzählt? Also erstens muss ich sagen, das müssen Sie mir nun wirklich darlegen, was an diesem Text ironisch ist. Nichts. Entschuldigung. Aber da gibt es nichts zu lachen. Ich war mit 10 Jahren, habe mich Amerika dafür bezahlt, dass ich Studien über Ironie machen konnte, und an vielen Colleges und Universitäten habe ich darüber zu reden versucht, das meine ich ganz ernst. Sie verfallen natürlich, bitteschön, das ist jetzt eine Unterstellung, und das ist in der deutschen Germanistik, ist das üblich, Sie meinen, ironisch, das sei etwas, wo man darüber lachen kann oder was nicht ernst gemeint ist. Es ist natürlich bitter ernst gemeint. Was ist ironisch daran? Im Endeffekt sind wir schachmatt. Und Sie haben einen tollen Text geschrieben. Also das muss ich sagen, sowas von Gegenteil habe ich noch nie gehört. Ich sehe hier keinen Menschen, der schachmatt aussieht. Und Sie auch nicht direkt. Das ist ja gerade der Spaß daran. Aber wollen Sie bitte zu dem Wort ironisch was sagen oder nicht? Ist es einfach... Ich weiß, dass Sie das mit... Ich habe diesen Vergleich mit Heuchelei und Ironie halb im Kopf. Für mich ist die Ironie eine sehr starke Weise, der Sache wirklich näher zu kommen. Stärker, meine ich. Vielleicht stimme ich Ihnen zu sehr zu, so sollte ich vielleicht eher kritischer daran gehen. Aber ich denke, dass Sie auf diese Weise zeigen, dass das Ganze ein Spiel ist. Das Spiel der Medien, das Spiel der Kritiker, das Spiel es ist ein Spiel mit Sprache. Und alle spielen die Bälle, und wenn sie die Bälle fallen lassen, dann funktioniert es nicht mehr. Das füttert sich doch gegenseitig weiter. Ich könnte genauso gut sagen, es ist ein Kampf auf Leben und Tod, den man kämpft nach Regeln eines Spiels. Die Ironie haben Sie nicht erklärt, können Sie auch nicht, ist ganz klar. Hätten Sie wenigstens gesagt. Das muss ich jetzt schon nachreichen als Angebot, nicht wahr? Weil ich eben durch die amerikanischen Universitäten habe ich mich selbst zu einem Fachmann entwickelt für Ironie. So kann ich jetzt also das Ergebnis zurückgeben. Mein Ergebnis zu Ihnen, nur dass wir da. Mein Ergebnis hat sich von 10-jähriger Arbeit, können Sie sagen, ist nicht so viel, aber da ist das Ja zum Nein der Welt. Das ist Ironie. Und das kann man nun eben von Swift bis Kafka und anderen kann man das nachweisen und so. Und da ist Ironie eine furchtbar ernste Sache. Das Ja zum Nein der Welt, das fällt keinem leicht. Und weil es gar nicht, nie ganz und ganz und ganz und gar gelingt, dadurch wird es Ironie, da kommt dann der Unernst hinein. Das ist so wie mit der Selbstkritik, nicht wahr? Das kann man wollen. Das kann man und so weiter. Auf jeden Fall, Ironie ist was sehr Ernstes, und das, was ich da gemacht habe, hatte mit Ironie nichts zu tun. Entschuldigung, das...
Ich habe eine Frage zu Ihrem Roman Muttersohn. Denn in diesem Roman gibt es mehrere Gestalten, die sich gegenseitig lange Passagen aus anderen Dichtern, Schriftstellern und Denkern gegenseitig zitieren. Und zwar frage ich mich, ob das irgendwie ein alternatives Modell ist, nämlich eine andere Art mit Literatur umzugehen als diese kritische Art, oder nicht, das ist kein Verriss, was Sie da machen. Sie haben diese Texte sehr gern. Sie rezitieren also Iphigenie und Rilke und Jakob Böhme und so weiter. Ist das als Zustimmung gemeint oder als alternatives Modell zu zum gängigen Kritikmodell gemeint? Und letztlich dann im Zusammenhang mit den ganzen literarischen Anspielungen im Roman, ist diese Reihe von Autoren ausgewählt, weil sie selber diesen Schriftstellern oder diesen Texten zustimmen? Inwiefern ist das Wagner-Substrat hier auch eine Art Verherrlichung oder eine Art Zustimmung zu Wagner? Es gibt eine ganze Reihe von Autoren. Nicht? Also einige Autoren haben mit den Gestalten zu tun. Nicht? Die Gestalten haben ihre eigenen Vorlieben. Und die rezitieren sich gegenseitig. Lange Passagen, Sie sagen das auswendig, so wird das dargestellt. Sind das Stellen, die Sie lieben, oder sind das Stellen, die also einfach zu diesen Gestalten passen? Und schließlich, wie gesagt, also Percy selber und das Wagner-Substrat im Roman. Das Wagner-Substrat im Roman. Da haben Sie es. Oder die Wagner-Anspielung. Denn da wird natürlich auch Lohengrin. Naja, ich muss mich. Ja. Erwähnt. Aber ich. Ja, ich muss mich entschuldigen, weil ich. Am liebsten würde ich sagen, ich bin erkältet und habe deswegen nicht die Kraft, ernsthaft zu sein. Also deswegen kann ich auch das Spiel, das haben Sie völlig recht, das ist auch ein Spiel, das nehme ich zu. Das ist ein Spiel, gut, aber ein Spiel kann doch auch sehr ernst sein. Ja, ja. Nicht? Das und, meine ich auch ganz. Ja. Ganz und das ist eine liebenswürdige Ausdrucksweise, es als Spiel zu bezeichnen, obwohl ich es selber nicht als Spiel erlebe. Andererseits stimmt daran ganz. Ich komme gleich, Entschuldigung. Das geht mir jetzt im Kopf herum, weil ich natürlich das Schreiben von so etwas macht mir Freude. Das ist ein fröhlicher Zustand, dass man sowas schreiben kann. Und mindert hoffentlich nicht den sogenannten Ernst. Die Figuren in dem Roman, die mit Jakob Böhme, Seuse, Augustin, das ist ja hauptsächlich eine Figur, die damit umgeht. Und ich finde, man darf nicht, weil dann auch eine Figur auftaucht, der gerne Wagner hört im Auto, dann darf man das nicht zusammenbringen. Ne? Und sagen, dass, es sei das insgesamt so eine Gemengelage von 1000 Stimmen. Die Stimmen von den Mystikern, mit denen wird ja was gemacht in der Psychiatrie, nicht wahr? Das ist meine Illusion, dass der Roman ist noch zu kurz auf dem sogenannten Markt. Ich hoffe, in 5 Jahren werden andere Leute mit diesen Stimmen, die ich da anbiete, Praxis gemacht haben. Gut, das muss ja nicht sein, aber das ist eine ganz andere, es ist eine höchst konkrete Sache innerhalb des Romans.
Es kommt dazu, weil wenn ich selber solche Texte lese, von Jakob Böhme, von Seuse, von Augustin, von Swedenborg, wenn ich die Traumtagebücher von Swedenborg aus dem Jahre 1744 lese, auf Deutsch gesagt, da bin ich hin, weil das ist so unglaublich brauchbar. Das sind hochreligiöse Texte und man muss damit überhaupt nichts zu tun haben. Die Stärke der Texte, weil der Erlebnisgrad ist so hoch, die sind so wahnsinnig stark erlebt, dass sie eben wirken. Und wenn ich dann mehrere solche Texte, denen gegenüber ich ohnmächtig bin, bei mir habe, dann habe ich halt gedacht, das tue ich sie mal in einen Roman hinein. Weil außer mir ganz wenig Leute lesen die Traumtagebücher von Swedenborg, zugegeben. Gleich, wir hier die Swedenborg-Kapelle haben, ganz in der Nähe. Also gut, ich bin dann ein Verbreiter auch. Und, ich habe zwei Namen auf meiner Liste. Ich möchte nochmal wiederholen, dass Fragen auch auf Englisch gestellt werden dürfen, ja, wie Sie wollen. Also, bitteschön. Also, danke, Herr Walser. Ich heiße Anton Schewitsch, ich studiere hier amerikanische Germanistik. Die Frage ist ganz einfach. Wenn der Kritiker Schriftsteller ist, ist der Schriftsteller Schriftsteller, wenn auch nicht Kritiker? Wenn der Kritiker Schriftsteller ist, ist dann nicht der Schriftsteller Kritiker. Ja? Ja, warum? Kritiker, warum? Warum kommen Sie auf diese Idee? Wenn ich darauf komme? Ja. Also, ich habe es nur so herumgesehen, wenn Sie sich so, dann helfen Sie mir. Also all diese Leute, die sich selbst Kritiker meinen und versuchen zu kritisieren, nennen sie Schriftsteller. Aber dann sitzen wir hier und dann hören wir einen Schriftsteller, der sehr kritisch eingestellt ist. Oh, zumindest heute. Ja, dann sehe ich das Unterschied nicht mehr zwischen Kritiker und Schriftsteller und frage ich mich, das müsste mich treffen, ja. Aber gut. Aber diese Stelle, die Sie da zitieren, da kommt nachher eine Klammer und dann heißt, geht es weiter. Damit sage ich auch, dass ich mit der Ermäßigungsformel Sekundärliteratur nichts anfangen kann. Klammer zu. Und jetzt ich finde, was ich dann da sage, mit der Kritiker ist ein Schriftsteller, das ist das, da komme ich mir selber ungeheuer großzügig vor. Wenn ich dieses Angebot mache zum Schriftsteller, zum Kritiker, sage, du bist ein Kollege von mir, oder? Mehr kann ich doch gar nicht tun. Also, und das ist doch nicht insgesamt dann ein kritisches Verhalten zum Kritiker. Wenn ich ihm anbiete, bitte sei auch ein Schriftsteller, unter den gleichen Bedingungen, so und so und so und so. Und dann noch dazu, die Ermäßigungen der Sekundärliteratur. Das habe ich auch ernst gemeint, weil, wie Sie vielleicht auch schon gehört haben, ich habe ja auch mal Germanistik studiert und habe da viel erlebt an Spielarten der, ich weiß nicht, ob es im Englischen der Ausdruck, bei uns sagt man Sekundärliteratur. Ja. Und das ist schon eine unmögliche Bezeichnung. Ne? Das ist unmöglich. Ich kann das, ich bin nicht der liebe Gott, ich kann das nicht ändern, aber das ist unmöglich. Ich habe zum Beispiel ein Goethebuch von dem großen Schweizer Germanisten. Bitte? Steiger. Ja, danke. Also, als ich dieses Goethe-Buch las, das ist lange, lange her, da ist mir der Satz hängen geblieben, an einer Stelle sagt der Steiger, sehen wir einmal von uns ab. Und da kommt man. Da habe ich gedacht, wie macht er das?
Das ist die Ermäßigung der Sekundärliteratur. Nicht? Und das hat er doch nicht nötig, weil das Buch ist sehr schön. Aber da hat er diesen Zwang der Sekundärliteratur erfüllt. Gut, ich habe genug Bücher aus der Germanistik und der Literaturwissenschaft gelesen. Ich finde, darin ist eine fortgesetzte Heuchelei, Sie können es dann Understatement nennen, oder das Wort Sekundärliteratur ist doch irrsinnig. Wer ein Buch über Goethe schreibt, schreibt ein Buch über sich. Ist doch völlig, ist doch, wissen wir doch. Wenn ich kenne Literaturwissenschaftler, wie sagt man, Slawisten, Bücher über Dostojewski, die sind so faszinierend geschrieben, und das ist doch, weil der keine Gedichte schreibt über Veilchen und so, schreibt er über Dostojewski. Es gibt auch andere Bücher, wenn Sie jetzt gerade Slawisten erwähnen. Ich war jetzt auf der Website von Wolf Schmidt, das ist ein Slawist, der unterrichtet in Hamburg, und er hat über die Povesti Belkina, über die Erzählungen Belkins von Puschkin, ein Close Reading geschrieben, und dann nimmt er diese Erzählung und geht Satz für Satz durch und macht ein Close Reading. Da ist nichts von Wolf Schmidt drin, aber er gibt mir, jemand, der nicht Russisch spricht, eine Einführung in diese Erzählung von Puschkins. Und das ist genau das, was Sie sagen. Man muss mit dem Autor lesen und nicht gegen den Autor. Und mit ihm schreiben. Und also da ist aber dann Wolf Schmidt nirgends zu sehen. Da ist nur noch Puschkin zu sehen, weil er jeden Satz für mich auseinandernimmt. Ja, wunderbar. Na ja, gut, also gibt es doch beide Arten, dann müssen Sie doch jetzt unterbreiten. Wir haben jetzt beide den Text nicht da. Ich möchte Ihnen schon noch nachweisen können, wo da Wolf Schmidt drin ist. Im Vorwort natürlich, ja. Aber darf ich da noch eine Anschlussfrage stellen? Also schreiben Sie, Sie sagten, Sie hätten so viel Spaß gehabt, diesen Text, den Sabine ironisch liest, oder jetzt auch vielleicht nicht mehr, Spaß gehabt, diesen Text zu schreiben. Schreiben Sie? Ich habe nicht gesagt Spaß. Ah nein, was haben Sie gesagt? Freude. Freude, gut, Freude. Wird der Funke. Gut. Die ist eine ganz einfache Frage, die Sie wahrscheinlich verneinen werden. Schreiben Sie, wenn Sie ein Essay schreiben, prinzipiell anders, als wenn Sie einen Roman schreiben, oder ist es die gleiche Art des Schreibens? Es ging mir jetzt auch wegen Schweden, wo Sie sagten, Sie lesen diesen Text und dann müssen Sie den in einem Roman unterbringen. Aber diese gleiche Werf, die werden Sie doch nicht an ein Essay ranbringen, oder? Schreiben Sie anders? Nein, da gibt es einen riesigen, alles entscheidenden Unterschied. Ich habe noch nie ein Essay freiwillig geschrieben. Ah. Das sind alles. Also Sie schreiben, Geld zu verdienen. Oh nein, da verdient man kein Geld damit. Ah. Nein. Dann ist das ja ein Roman schreiben noch besser. Nein, aber es gibt immer einen Anlass. Ein Professor hier, da habe ich es auch gleich in der, wie sagt man, gewidmet für Hartmut Häusermann. Der ist Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich hatte einen Grund, ihm etwas zu schreiben. Den Grund brauche ich hier nicht aufzählen. Aber der Häusermann hatte mir einen Gefallen getan und hat dann gesagt, er habe in seiner Humboldt eine Reihe, was weiß ich, Sie kennen das ja, im Wintersemester, und da hat er im Januar noch niemand, könnten Sie da. Und dann mache ich das. Ne? Dann schaue ich eben nach, was bei mir gerade läuft, und mache das so. Aber was wollten Sie sagen? Das war's. Ja, meine Frage hatte auch auf die Sekundärliteratur abgezielt. Wurde jetzt eigentlich schon behandelt. Marie Zeller, ich bin gerade. Wie ist es für Sie, wenn Sie Sekundärliteratur zu Ihren eigenen Werken lesen? Fühlen Sie sich da wie in einer Psychotherapiesitzung? Oder, also fühlen Sie sich da verstanden? Oder gibt es Momente, wo Sie sagen, ja, das war wohl daneben? Da muss ich leider gestehen, dass ich diese Literatur sehr schwer lesen kann, praktisch nicht lesen kann, weil sie mich nicht wirklich interessiert. Weil ich kenne das alles, oder? Worüber die schreiben. Und also muss schon
Aber normalerweise bin ich da, muss ich dann schreiben, es tut mir leid, ich finde es toll, aber damit hat es sich, ich kann es nicht lesen, das, ob das jetzt eine Doktorarbeit oder auch, es ist oft, es wirkt dann sehr unhöflich, kostet mich dann einen ganzen Vormittag, mich zu entschuldigen. Aber es ist doch klar, es ist auch am Anfang war das natürlich anders, ja. Die erste Dissertation über meinen Roman Halbzeit wurde in Amerika gemacht, Frau Goyen in Dallas. Das hat mich natürlich noch interessiert, und zwar ich habe gemerkt, sie untersucht dieses sehr dicke Buch fast statistisch, welche Motive haben den und den Wichtigkeitsrang in dem Buch. Und das hat mich wirklich, das ist etwas, da war ich dankbar, weil, das wusste ich doch nicht vom Schreiben, hat die Frau Goyen in Dallas 1912 festgestellt, die wichtigste Herkunftsquelle für meine Motive ist, vielleicht sage ich es jetzt falsch, aber es war nur noch Sport und Religion als Herkunft, als Gewinn. Das durfte mich interessieren, oder? Das ist natürlich was, da hat die Frau hat gearbeitet wie eine Forscherin in einem Dschungel, nicht wahr? Und hat Affen gezählt und Blüten gezählt und hat das wunderbar gemacht. Sowas hat mich schon interessiert. Würden Sie dann sagen, Sie haben dadurch was über sich erfahren, was Sie zuvor nicht wussten, und dass die Sekundärliteratur sowas dann doch leisten kann? Naja, ich meine, ich bin ja, ich sage doch nicht, dass das nicht sein soll. Ich hoffe, der Frau Goyen hat das so viel Spaß gemacht, wie mir das Lesen da. Nur, das war am Anfang. Und es kommt selten vor, dass ein Roman so konkret auf die Motive hin untersucht wird, wie das diese Frau gemacht hat. Jetzt eben, gut, vielleicht bin ich auch jetzt schon ein bisschen zu alt, um das noch zu lesen. Es ist jetzt, lassen wir dieses Thema für mich. I'm a historian, and I'm going to speak English here because it is the custom of the country, since we have a diversity often of languages and cultures, to use English as a common language of what happens upstairs and in the streets. I agree with you about implication, but I'm in sympathy with what Sabina Mehring said. You set the critic a very hard task in this very elegant speech. And I'm not sure how he or she should encompass this stance, which seems to be perpetually imbalanced. But what I'd like to ask you is, in a sense, by this view, aren't you really claiming a certain immunity from criticism? Aren't you asking that you are not to be, getroffen in some way? I don't see how your concept, this eternal balancing, would allow you to, deflect anything. So I just wonder. I'm sorry, that's a harsh question, but I think it comes to the point. Yeah. Ich fragte, ob Sie wirklich so eine unmögliche Aufgabe von den Kritikern verlangt, auf beide Seiten derselben Zeit zu sein, dass Sie gewissermaßen eine Immunität gegenüber den Kritikern verlassen. Wer nicht? Aber gut, ja, natürlich. Also, selbst wenn ich so etwas verlangen würde, was ich natürlich nicht will, aber selbst wenn ich es verlangen würde, dürfte ich es, weil es vollkommen sinnlos ist, wenn ich es verlangen würde, weil sich nichts in der Welt würde sich deswegen ändern. Nicht, dass wir, viele unserer Fragen sind sinnlos. Aber es
also Immunität. Es ist nicht anders, als es da an der Stelle heißt, ich habe beides erfahren. Ich nenne das den väterlichen Umgang mit mir und den mütterlichen. Und ich habe erlebt, dass der mütterliche Umgang mit mir, der hat mich belebt. Der väterliche Umgang mit mir hat zum Porenverschluss geführt und hat mir ungute Gedanken produziert und hat mich unter, wie ich finde, unter meinem Niveau ärgerlich gemacht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Da könnte ich nicht, aber der andere Umgang, dieser mütterliche Umgang, der ist doch ganz toll. Und das ist nicht Immunität, das ist herrlich, dass das passiert. Ändern statistisch, man kann das, das läuft so. Und sie hat ja gesagt, sie liest lieber Verrisse als Zustimmung. Also das bleibt so und wird so bleiben. Und ich habe auch, da habe ich nichts zu sagen. Ich sage nur mich. Hat die Zustimmung belebt und mich hat der Verriss so gemacht. Das darf ich ja sagen, dass er mir nichts gemacht hat. Ich hätte jetzt dazu sagen sollen, natürlich, aber dir hat der Verriss was gebracht. Nicht? Das ich schreibe aber lieber Zustimmung als Verrissen. Aha. Es ist mir peinlich, einen Verriss zu schreiben. Na ja, schau. Das ist klar. Ja. Und ich scheue mich natürlich. Ich schreibe ja für die Frankfurter Allgemeine besonders über Kinderbücher. Und ein Kinderbuch, das kommt nur alle jede Woche ist einmal eine Seite über Kinderbücher. Das heißt, es werden also im Monat maximal 8 Kinderbücher rezensiert. Und da scheut man sich natürlich, ja, einen Verriss zu schreiben. Andererseits ist es natürlich auch die Aufgabe einer Zeitung, zu sagen, was nicht so gut ist. Und vielleicht darf ich jetzt eine Anschlussfrage stellen. Wenn wir jetzt über Immunität sprechen, und Sie sagen, möchte er immun sein, dann muss man fragen, was ist denn die Aufgabe, was ist denn die Funktion eines Kritikers? Und die Parallelfrage dazu, was ist denn die Aufgabe eines Schriftstellers? Wenn Sie Immunität verlangen, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, die Dinge, die ich schreibe, die sind mit meinem ganz Persönlichsten verknüpft. Natürlich, welches Recht haben wir dann, Herrn Walser, wenn er sein Persönlichstes in einen Roman verpackt, ihn zu kritisieren. Falls aber der Schriftsteller eine nationale Aufgabe hat, dann müsste dementsprechend auch eine Kritik da sein, sodass man einen Dialog über nationale Fragen, die in der Literatur verhandelt werden, haben kann. Sie haben in Ihrem Aufsatz, in Ihrer Rede heute auch gesagt, ja, in Amerika, oder vielleicht ist es auch, haben wir es auch gestrichen, ich weiß es nicht mehr, in Amerika ist immer die Frage, the great American novel. Und in Deutschland war mal die Frage, der große gesellschaftskritische Roman, und den haben wir heute nicht mehr, diesen großen gesellschaftskritischen Roman. Gibt es eigentlich, und das ist eigentlich eine Anschlussfrage an jemand, der vorher was Historisches gefragt hat, hat der deutsche Schriftsteller heute noch eine nationale Aufgabe, so wie die Gruppe 47 das einmal utopisch für sich formuliert hat, oder ist es tot? Es ist tot. Also, naja, ist doch eigentlich eine Frage, die man hier stellen muss. Ja, wir wollen ja über. Es ist ja gut, das ist mit der Gruppe 47, die hat es in dieser Funktion, wie Sie sie da in den Himmel werfen, überhaupt nie gegeben. Natürlich, weil sie, es lohnt sich nicht über die Gruppe 47 zu reden. Aber da wollte ich Sie eigentlich noch fragen, ob Sie uns... Nein, aber das hat ja nie nationale Aufgabe. Das war ein Spielclub von Hans-Werner Richter und wir hatten keine Hauptstadt. Und da hat man sich halt einmal oder zweimal im Jahr irgendwo anders getroffen und hat Hauptstadt gespielt. Und dann sind nach außen Gerüchte gedrungen von furchtbaren kritischen Verschwörungen. Aber das ist ein Produkt der Medien. Die hat es in Wirklichkeit, ja, aber es ist wirklich wahr, die hat es nicht gegeben. Das kann ich jetzt schon sagen, als die Gruppe durch die Medien sozusagen bekannt genug geworden war, dass Hans-Werner Richter, dem es wahrscheinlich immer langweilig war, also dann ins Ausland, nach Sigtuna, nach Princeton, dann habe ich einen Artikel geschrieben, sozialisieren wir die Gruppe 47. Und das hat den Richter furchtbar, können Sie heute noch in seinen Briefen nachlesen, wie er gegen diesen Choleriker vom Bodensee
weil ich fand, wenn eine Gruppe ins Ausland geht und damals Vietnamkrieg, gleichaltrige Amerikaner kämpfen und sterben und sind dort und die deutschen Schriftsteller kommen nach Princeton und machen in der Etappe Kulturbetrieb. Das fand ich schauderhaft. Also ich bin da gestanden, nicht mitgefahren. Ich habe es auch geschrieben, weil das fand ich grauenhaft. Aber der hat nur ausgebeutet eine Rolle, die ihm durch die Medien zugewachsen ist. Und das Wort national dürfen Sie da gar nicht gebrauchen. Das ist das habe ich eigentlich auch nicht auf Deutsch gemeint, sondern ja. National, wie wir das hier im Amerikanischen sagen. Also wenn ich das war eine reine Kulturgeschichtsangelegenheit. Und das lohnt sich. Aber ich muss eines darf ich noch sagen, weil das mit der Kritik und der Zustimmung, ich glaube, das ist also da jetzt gestrichen worden. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, wenigstens in ein paar Sätzen auszuführen, wie diese Utopie praktisch im Kulturbetrieb zu realisieren wäre, wenn nur noch Zustimmung geschrieben würde. Ich habe geschrieben, das gibt genauso eine strenge Auslese wie heute, weil wenn für ein Buch keine Zustimmung möglich ist, dann fällt das Buch, nicht wahr? Als würde es verrissen. Das ist genauso streng, wenn nur zustimmend geschrieben würde. Ich habe allerdings die Utopie weitergeführt, das Leben würde sich verändern, wenn die Leute abends nur noch über Zustimmungen diskutieren könnten. Aber das ist meine Utopie. Wollten Sie was zu diesem Thema fragen? Ja, wenn Sie sagen, dass Sie also positiv auf Zustimmung reagieren und immer negativ auf Kritik, stimmt das, glaube ich, nicht ganz. Sie haben zumindest einmal sehr ausführlich auf negative und wahrscheinlich auch sehr ungerechte Kritik reagiert und ein Buch drüber geschrieben. Wissen Sie? Ja. Sie haben einmal auf negative Kritik sehr feurig reagiert und ein Buch darüber geschrieben. Ach so. Was man, ja. Das war ziemlich der Tod eines Kritikers. Yes. Und wie habe ich reagiert? Nennen Sie das zustimmend? Zustimmend. Wie habe ich reagiert auf diesen Kritiker? Was war das Adjektiv, was Sie benutzen? Feuerig. Ich habe jetzt nochmal Feuer. Ich habe gesagt, er hat positiv reagiert auf eine Kritik, indem er das Buch geschrieben hat. Sie haben positiv auf eine negative Kritik reagiert, indem Sie ein Buch über diesen Kritiker geschrieben haben. Ja. Da gibt es bei mir keinen Unterschied, über was oder warum ich jetzt schreibe. Ich sage, das kann ich sagen, ich kann nur mit Liebe schreiben. Ich kann mich nicht monatelang, jahrelang mit Figuren beschäftigen, die ich nicht liebe. Und ich liebe alle Figuren in meinen Büchern, auch die Leute nachher nicht lieben. Und ich habe diesen Kritiker in meinem Buch viel größer gemacht, als er ist. Ich habe mit Kennedy, Chaplin, in diese Rangordnung habe ich ihn eingestuft. So groß ist ja kein, aber verstehen Sie, ich wurde auch ein bisschen bestätigt. Ein Professor der Universität Peking hat einen 20 Seiten langen Aufsatz darüber geschrieben. Ein deutscher Professor hat andere Professoren eingeladen, über dieses Buch zu schreiben. Und sie haben das Buch heißt Der Ernstfall. Und haben Professoren aus Brüssel, Mannheim und Peking und so. Und der aus Peking hat den längsten Aufsatz, glaube ich, geschrieben. Der beschreibt, wie er das Buch Tod eines Kritikers auf einer Flussfahrt, wo man ewig unterwegs ist, hat er das gelesen, sehr erzählerisch. Und am Schluss, und am Anfang hat er sich schon vorgestellt als Professor, dass er ein Thomas Mann-Spezialist und großer Verehrer von Thomas Mann ist. Und am Schluss kommt er zu dem Urteil, dieses Buch sei eine Liebeserklärung an Reich Ranicki.
Ja, das hat natürlich der Kaminski selber nicht gemerkt, aber. Aber Professor Huang Liaoyu in Peking hat es gemerkt. Und da war das ist immer alles ironisch. Nein, ja. Sind Sie wieder. Ja, ja, gut, lass es. Mein Name ist Oliver Schopp, ich bin aus München, bin hier derzeit Gaststudent. Ich habe nochmal eine ganz profane Frage an Sie. Sie sind zwischenzeitlich sehr intensiv auf die Medien eingegangen in Ihrer Lesung und haben ja letztlich gesagt, dass die Kritik sich selbst eigentlich oft nicht gerecht wird. Dass sie zu verbissen ist, dass sie nicht das Ganze sieht. Und jetzt mal eine ganz profane und direkte Frage. Was fehlt in der deutschen Medienlandschaft, damit die Kritik ihrem eigenen Anspruch wieder gerecht wird? Wie heißt der Schluss? Was in der deutschen Medienlandschaft fehlt, damit die Kritik ihrem eigenen Anspruch wieder gerecht werden kann? Ich entwerfe ja da kein Gegenmodell. Ich erzähle ja nur, was mich geärgert hat. Ich sehe das genauso, deswegen frage ich. Und dass Sie, ja, und Sie können sagen, das sehe das nicht, nicht wahr? Und ich habe das allerdings eingebaut in ein Gebäude, Gedankengebäude vom Fernsehen bis zur Buchkritik. Und das ist eine Utopie. Ist eine Utopie, die Welt durch Zustimmung genau zu machen. Genauer zu machen und schöner zu machen. Ob sie besser wird, das weiß ich nicht. Aber schöner wäre die Welt durch Zustimmung. Hat ja auch kein Mensch sich je danach gerichtet. Also noch zwei Fragen. Bitte schon. Mein Name ist Tim Ganze, ich promoviere im Volkswirtschaft und habe vielleicht auch eine etwas profane Frage. Und zwar, Sie haben den Kritiker hauptsächlich im Zwiegespräch mit dem Schriftsteller gesehen. Und Sie schreiben, weil Sie in Freude bereiten, ich lese, weil Sie in Freude bereiten, nicht aus irgendwelchen kritischen Impulsen. Und für mich ist ein Kritiker auch eine Möglichkeit, da einfach durch die vielen Bücher, die es gibt, ein bisschen nicht in den Pfad zu weisen. Aber ich weiß, was mir gefällt, dann lese ich ein paar Kritiken, schaue mir mal an, was negative und positive, lese dann mal die Bücher, dann lese ich mal an, sehe, was mir gefällt. Und dann merke ich, ob ein Kritiker vielleicht Ähnliches mag, was ich mag. Und dann lese ich das. Die Zustimmung hält mir auch mehr. Aber wenn ein Kritiker ein Buch liest und dieses Buch dann, das gefällt ihm nicht und er schreibt nicht darüber, dann ist dieses Buch quasi, dann weiß ich nichts über das Buch. Wenn ich jetzt weiß, ihm hat es nicht gefallen, dann kann ich daraus eben den Schluss ziehen, wahrscheinlich wird es mir auch nicht gefallen, dann lasse ich es für mich liegen. Von daher hat er auch eine Aufgabe gegenüber dem Publikum. Ja, aber jetzt bitte schön, kann ich ganz einfach sagen, der eine, da hat es nicht geliebt und hat also nicht geschrieben, aber ein anderer hat es geliebt und hat darüber geschrieben. Also Ihnen entgeht nichts. Ja, aber es gibt ja viele Kritiker. Und einer liebt es und einer liebt es nicht. Und vielleicht sind wir mit einem eher... Und geschrieben wird nur von dem, der es geliebt hat. Ja, also gut. Da fehlt eine Information. Es ist ja meine Utopie. Goethe-Institut Boston. In Ihrer Rede kritisieren Sie die Qualität des kritischen Diskurses, nicht nur in der Literaturkritik, sondern in den Medien überhaupt. Glauben Sie, dass die Qualität dieses kritischen Diskurses ausreicht, um heute im Jahr 2011 die Herausforderungen zu diskutieren und auszubalancieren, die das gerade nicht zusammenbrechende, aber in Gefahr befindliche Europa stellt? Because we are in the Center for European Studies. Do you think that the quality of the critical discourse in our German media, I speak about German now, is sufficient to balance and to give answers to the challenges which Europe and the situation of the European Union is asking at the moment? Naja, ich habe ja nicht, das ist natürlich alles Kulturbetrieb.
ich habe diese kleine Ausflug in die öffentliche Medienarbeit mit dem Leitartikel. Da habe ich gesagt, also wenn ich daran denke, an die Besorgung dieses Felds, habe ich geschrieben, wenn ein SPD-Leitartikel und ein CDU-Leitartikel, die widersprechen einander nicht, weiterbringen kann uns nur ein Leitartikel, der in sich selber seinen Widerspruch nicht verschweigt. Ich habe mir gestattet zu unterstellen, dass jemand, der ein Leben lang SPD-Leitartikel schreibt, andauernd auch etwas verschweigen muss. Es gibt nicht, dass ein Mensch so beschränkt ist, wie der SPD-Leitartikel ein Leben lang klingt, oder auch der CDU. Der muss immer etwas, was er glaubt, was nicht dazugehört, muss er immer weglassen. Und dieses Verschwiegene wächst. Und das nehme ich ganz ernst. Wenn er aber imstande wäre oder wenn es üblich wäre, du schreibst einen Leitartikel, ich habe das dann auch einmal ausgeführt, also richtig als Empfehlung, es sollte üblich sein, bei jeder öffentlichen Verlautbarung, dass jemand, ob er im Parlament spricht oder einen Artikel schreibt, dass er alles, was dagegen spricht, gegen das, was er gerade gesagt oder geschrieben hat, dass er das auch schreibt, dann wird er uns viel mehr zur Zustimmung für sein Ganzes machen. Als wenn er immer das unterdrückt, das ist schon lächerlich. Ich meine, bitteschön, vielleicht ist das jetzt bei Ihnen nicht so, aber in unseren Zeitungen ist das schon ein bisschen komisch. Ich muss diese Zeitung gar nicht mehr lesen, weil ich schon weiß, das ist ein konservativer Leitartikel und das ist ein anderer. Das meine ich. Der Widerspruch muss selber, da wäre schon was zu machen, aber vorerst nicht. Also wir kommen allmählich zum Schluss, aber so eine letzte Bemerkung von Sabine von Mehring. I wanted to ask one more question, since I feel like it's a question that people have. David mentioned the Buchpreisrede at the beginning, and I would love it if you could give us an explanation why, as I assume you feel, you were so badly misunderstood. Do you think you were badly misunderstood because people wanted to misunderstand you, because it served this critical media empire? Or do you think that in retrospect you didn't really say it the way you wanted to? Would you have said it differently if you could write it again? Ja, das okay, die Frage ist, da David die Buchpreisrede erwähnt hat, glauben Sie, dass Sie missverstanden wurden, weil man Sie missverstehen wollte, oder glauben Sie in Retrospekt, dass Sie im Nachhinein es anders hätten formulieren müssen und würden Sie es, wenn Sie es noch einmal schreiben würden, anders formulieren? Also kein Mensch will absichtlich missverstehen. Aber es können Bedingungen entstehen, die Missverständnisse produzieren. Ich könnte diese Rede nie anders schreiben, weil auch sich wie Sie vielleicht verstehen, wenn ich jetzt davon anfange, ich will Sie nicht alle da hineinziehen in meine ganze Geschichte, die ich mit dieser Rede hatte, und da gibt es Anekdoten und Nachrichten und das und das und das und dann ist das passiert und das passiert und alles zusammen sagt mir, mir tut es leid, dass mein Motiv
den Umgang mit dieser Vergangenheit zur persönlichen Gewissensfrage zu machen, dass dieses Motiv dazu diente, ich will gleich, sagen wir mal, will die Hauptargumente, die da dagegen gekommen sind, die sagen ja klar, worum es gegangen ist. Zum Beispiel wurde mir vorgeworfen, dass ich da von unserer Schande spreche und nicht von unserem Verbrechen. Das wurde mir noch und noch und noch und noch vorgeworfen. Und jetzt bitte ich Sie, überlegen Sie einmal, für mich ist eine Schande viel unabwaschbarer, unausweichlicher als ein Verbrechen. Ein Verbrechen ist etwas für den Kopf und mit Argumenten und so. Das hat mich nicht. Die Schande ist ja die Folge eines Verbrechens. Da muss ja ein Verbrechen schon gewesen sein, dass etwas zur Schande wird. Und dass mir dann das vorgeworfen wird, da merken Sie natürlich auch einen Eifer der Unterstellung, den gibt es, auch mit Recht, das gebe ich zu, aber es ist auch ein Eifer der Unterstellung, es möglichst so zu sehen, wie ich es nicht gemeint haben kann. Das andere ist zum Beispiel mit dem Schlussstrich. Ein solches Wort kann bei mir niemals vorkommen. Ich bin Erzähler, ich bin vergangenheitssüchtig noch und noch und noch, und ich würde niemals, und habe das auch formuliert, nicht wahr, in der anderen Rede, das ist also eine traurige Geschichte. Ich wollte eigentlich, und das ist, der Salomon Korn hat einmal formuliert, der Jargon der Betroffenheit, den wollte ich sehen. Und dann gab es dann den Vorwurf, er will das Gewissen privatisieren. Furchtbar, oder? Ich habe natürlich vielleicht den Hegel-Zitat, dass das Gewissen ist die innerste Einsamkeit eines Menschen. Aber das ist das Gegenteil von privat. Privat ist ein Boulevardwort, nicht wahr? Privat gibt es gar nicht im Bewusstsein. Gut, aber dann wurde mir vorgeworfen, ich wollte das Gewissen privatisieren. Aber ich ziehe mich jetzt zurück auf einen Satz von Sloterdijk, wenn Sie den Namen, unser, sagen wir, formulierungsfreudigster Philosoph, der hat einen Aufsatz geschrieben, Theorie der Nachkriegszeiten. Das hat, glaube ich, 12 Kapitel, das 8. Kapitel ist die Paulskirchenrede. Und da kommt der Satz vor, den ich also, gestatten Sie, am liebsten zitiere. Da sagt er, die Menschen, die dem Walser da in der Paulskirche stehend applaudierten, waren sich für kurze Zeit 10 Jahre voraus. Bitteschön, dann ist es mir recht. Aber es bleibt eine mühselige Sache und die kann gar nicht ausgestanden werden, das ist mir auch klar geworden. Dankeschön. Ich möchte also meinen Dank an Sabina von Mehring, an Judith Ryan und Susanne Klingenstein. Ich danke Ihnen allen für die Fragen, die Sie an unseren Gast, diesen Choleriker vom Bodensee, gestellt haben. Ja, Herr Walser, für diesen ganz schönen Vortrag, für die geistreichen Antworten, auch für die geistreichen Nicht-Antworten, danken wir Ihnen recht herzlich. Dankeschön.